Willkommen in der vierten Episode jetzt, Folge, meine ich. Boah, das fängt ja schon gut an. Ich hab das Spiel gerade gestartet. So, ich weiß nicht, was wir mit der alten machen sollen. Ich hab mir sagen lassen, ich soll die Kamera, also das Handy in der Hand, behalten. Klappt super. Gut gesagt, sie soll dann für immer weg sein. Ja, genau. Da. Guck mal, wer da durch die Wand stibitzt. Die alte Britney. Entschuldigung, wenn ich nicht so viel rede. Ich bin sehr beschäftigt. Gera. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Oh, ich hab, vergessen, den Timer anzumachen. Fuck. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich gehe runter, einfach mal so, just for fun. Ist jetzt selbst nicht dies. Die kommt. Kommt die mit? Ach, guck mal, da war der, der Fliegenklaus, der um die Ecke saust. Das reimt sich ja voll. So, Heinz, sag mal, was machen wir heute? Huch, der scheint friedlich zu sein. So, warte mal kurz, ich muss mal den Timer gerade anmachen. Ich versuche hier nebenbei zu laufen. La la la. Entschuldigung, dass ich einen Tag aussetzen musste, also eine Folge. Aus Gründen. So, wie war das hier? Genau. Suchen. Entschuldigung, das ist sehr unprofessionell. Aber ab jetzt mache ich die 20 Minuten, also keine Sorge. So, zack. Und zack. So, Timer läuft. Ab jetzt dann 20 Minuten. Und jetzt zocke ich wirklich. Jetzt Gaming Pro und auf höchstem Niveau natürlich. Die Frage ist. Bleibt die Alte oben? Oder kommt sie auch runter? Und wir brauchen noch definitiv die Schlüssel von dem... Vom Babe. Oh, da klopft an. Da mach ich mal kurz auf. Mach mal. Okay. Ich, Moment, so. Ich weiß, Freunde, ich habe mir auch einen anderen Start vorgestellt. Aber naja, was willst du machen? Muss er jetzt durch. Das Spiel muss von mir geknackt werden. Aber erstmal Britney in Rente schicken. Aber wie? Wir müssen die einfach tot fotografieren. Aber ich weiß nicht, wie oft und wie viel die verträgt. So, hier waren wir hier schon mal. Nein, aber ich will auch hier nicht sein. Ach, guck mal, das ist der Heinz hier, der fliegende Holländer, der Michael Jackson. Ah. Ich höre ganz leise im Hintergrund Schritte, Heucheleien. Finde ich nicht gut. Naja. Ich freue mich schon, wenn das Spiel vorbei ist, wenn ich hier einfach mal auf Beenden drücken kann. Bringt nichts. Müssen wir wahrscheinlich wieder hoch und dann, naja, kennst du, ne? Selbe Prozedur.
Na los. Ich mache jetzt komische Geräusche, damit ich mich ein bisschen ab. Miau. Süß. Macht mir Sorgen, dass sie schwarz ist, aber naja. Was, wieso? Und, hallo? Das war doch ein Kratzen an der Scheibe, oder habe ich mich da verhört? Pff, offene Türen waren wir schon, offene Türen waren. Sind wir jetzt bei Slen? Ich geh. Mach das zu! Aber willst du mich verarschen? Wie viele Facetten hat dieses Spiel eigentlich? Okay, ich muss da rein, weil. Weil ich jetzt wahrscheinlich wieder erschrocken werde. Oh, hier fliegt eine Biene gerade. Da muss ich das nehmen? You will never take my baby, never. Was? Was für ein Baby? Von wem? Na, Glückwunsch. Ich hab Respekt vor diesem Spiel. Boah. Oh. Wie man sieht, schwitze ich ein bisschen. Es liegt aber auf jeden Fall an der Hitze hier drin. Das ist nicht das Spiel schuld. Instinktiv gucke ich da nicht hin, wenn ich eine Tür aufmache. Aber du weißt ja warum. Hör auf damit! Hör auf! Es wird immer lauter und schneller und heller und bedrohlicher. Noch eine Tür. Moment, ich muss so. Now unlocked. Verarschen, Junge. Wo geht's denn hier? Ach, da geht's. Ah, jetzt raus. Können wir nicht einfach nach Hause gehen? Ich meine, wozu braucht man ein verkacktes Baby? Also hier, ja, das ist ja. So, Britney haben wir immer noch nicht umgelatzt. Ich weiß nicht, was sie tun sollen, verdammte Scheiße. Das habe ich nicht gesagt. Niemals. Linz. 6 Minuten. Okay. Also, jetzt 6 Minuten. Boah. Katze. Sag mal was. Hm? Genau das würde ich auch tun. Einfach nur weglaufen. So, Omi. Britney. Das ist ja dasselbe, ne? So, komm her. Ja. Ich warte. Ich bin überfordert. Arva. Britney ist in the house. Biatch. So, jetzt. Sie
jetzt nicht mehr so gesund aus wie in der letzten Folge. In der letzten Folge, so. So, hier, ich befolge mal. Okay, da. Ah, da bist du. Knips, 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 Knips. Ich hoffe nicht, dass wenn wir... Ich bin schon ganz durcheinander, ich weiß nicht, was ich da laber gerade. Was wollte ich sagen? Genau, als wir gestorben sind und wir die 100-mal abgeknipst haben, wurde das jetzt, wurde das gespeichert, also, oder fange ich wieder von Null an? Da, wo bist du? Da bist du. Weil so langsam, ich weiß nicht, was ich, ganz ehrlich, wenn ich das in dieser Folge nicht hinkriege, also hier die alte, endlich mal in die wohlverdiente Rente zu schicken, dann verspreche ich euch, mache ich das offscreen weiter. Und dann auf jeden Fall in der nächsten Folge, ne, geht's dann weiter, jetzt geht auch, nerv mich nicht. Ich weiß nicht, wie das für euch gerade ist, aber es ist nicht mehr gruselig. Ich finde das, und das ist jetzt lustig sogar, weil sie anscheinend andauert, ne? Ich vergesse mal, was ich sagen will, verdammt! Genau, weil sie andauert ihren Orgasmus hat, wollte ich sagen. Fuck. So, wo bist du? Da. Aber jetzt, ich möchte... Bin ich tot? Ich bin tot, ne? Ich fotografiere doch. Ich hasse dich. Ich hasse dich mehr als alles andere auf dieser Welt. Komm raus, kleine Maus. Ja, dieser Reim, der war hier Level 9000, ne? Krass! Oh. Da ist mir die Maus aus der Hand geflogen. Haben wir sie erledigt? Wir haben sie erledigt. Oh, wir haben sie. Ich freue mich lieber nicht. Weil jetzt kommt wahrscheinlich der nächste Spasti angekrabbelt, angeflogen. Boah! Wir haben's geschafft, wir sind die Besten, ne? High five! Junge. Ich bin froh, ich freue mich. 11 Minuten, ja, sieh mal an! Ne, Fliegenklaus, was machst du eigentlich? Bist du nett? Epileptiker, wie man sieht. Der hat coole Tanzmoves auf jeden Fall. Whee! Na ja, gut. So, du bekommst nicht mein Baby, bla bla bla. Ich will auch nicht dein Baby, ich will nach Hause. Wie oft soll ich es noch sagen? Boah, erstmal auf Klo, ey. Ganzen Schmodder aus der Hose ziehen. Ja, ist ja super hier. Die Türen mache ich aus Prinzip nicht auf. So. Ich freue mich einfach innerlich, dass ich... Britney ist in Rente gegangen, na Gott sei Dank. Müssen wir ihre Quietschstimme nicht mehr ertragen. Im maßen Sinne. So. Ach, guck mal. Da waren wir noch nicht drin. Dann gehen wir mal rein. Lala. Habe ich schon erwähnt, dass ich große Räume nicht wirklich leiden kann?
So. Tut mir leid, wenn ich das nicht lese. Können wir auf Pause machen, aber. Weißt du Bescheid, ne? So, ja, alles okay. Ich tu mir einfach so mal kurz drüber linsen. Okay, fort. Gut. Ah, guck mal. Auch sehr schönes Skelett. Sehr schön. Mhm. Ach ja, das bin ich nach diesem Let's Play. Vermute ich mal, so werde ich aussehen. Wenn das denn noch so weitergeht wie in den letzten zwei Folgen. So, sonst ist hier nichts zu holen. Okay. Wie sieht denn eigentlich alles hier ohne Licht? Okay. Ich wollte mal gucken. Sudele, sudele. Oh, huch. Irgendwie ist die Maus gerade selbstständig geworden. Rein logischerweise müsste ich jetzt wieder runter zum Schweinebärt und ihm die Schlüssel abziehen, removen oder was auch immer. Jetzt kommt wieder dieses Geklacker. Hör mal auf, damit es blinks, 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 bling, 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 bling. So, ich gehe mal runter, ne? Stand der Schrank schon hier? Waren wir hier schon mal? Ja. Sweiny, Swein, wo bist du? Hab endlich eine Frau für dich besorgt. Sie heißt Lynn. Oh, eine Ratte. Ich auch noch nicht gesehen. So, waren wir hier drin? Sieht unaufgeräumt aus. Gehen wir mal gucken. Mein Gott. So, was haben wir denn heute als Hausaufgabe? Nichts, Leere. Boah. Ja, die Aufnahme hat heute echt gut angefangen. Ich habe gerade die Aufnahme gestartet. Ich glaube, wurde das aufgenommen, weiß ich nicht. Gerade gestartet. Stand die Alte direkt wieder vor der Linse. Aber sofort, als ich gestartet habe. So. Da wusste ich wieder, warum ich keinen Bock mehr hatte zu spielen. Hier ist nichts zu holen. Mann, Mann. Das Spiel ist echt so ein Suchen und Finden-Game. Und ab und zu mal springt dir was entgegen. Hier waren wir schon. Ich befürchte mal, hier geht's. Geht's hier weiter? Ich guck mal gerade hier so. Jetzt anlagt. Ja. Hallo? Hallo? Will ich da lang? Eigentlich nicht. Aber ich. Ich mag große Räume nicht und ich mag auch enge, lange und verwinkelte Räume nicht. Glückwunsch, 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 Glückwunsch. You found a ring. Schon wieder so ein Mystical Energy. Nein! Okay, hier geht's nicht weiter. Juhu! Haben einen Ring. Ja, super. Jetzt können wir ja wieder gehen.
Oder? Zum Klunker bringt doch bestimmt ein paar. Verstehe ich gerade nicht, aber egal. Ich wollte sagen, so ein paar, also ein Klunker bringen noch ein paar tausend ein, dann kann sie sich ein Taxi leisten und vielleicht einen Urlaub machen. Weil das hier, dann bieten die als 5-Sterne-Hotel an hier, also, nee. Aufmachen! Oh, da war Klaus. Okay. Ich glaube, es wird nicht mehr allzu viel passieren jetzt. Ich muss natürlich... Ist lustig, der hier. Der fliegt einfach hier rum, tut... Ach, guck mal. Wer da ist? Knips. Ich hoffe, ich sterbe. Boah. So ein Handy will ich auch haben. Es gießt auf die Straße, ist bedroht. Boah, Foto gemacht. Und da liegt er auch. Rennt jetzt nicht im Kreis, oder? Und kommt dann plötzlich von hinten. Wo ist er denn jetzt wieder? Das kann doch nicht wahr sein. Hör mal auf damit, bitte. Ich kann sowas echt nicht. Nee. Schwein, ey. Aus, ey. Wer bezahlt mir die Putzfrauen eigentlich? Oder die Moira oder hier irgendwie man denn? Boah, ich bin echt gespannt, was das Spiel noch mit sich bringt. So, und das war das Wort zum Sonntag. Ja, endlich haben wir die Alte umgebratzt. Einfach mal mit der Kamera ins Jenseits geknipst. Und bin ich froh, dass die uns nicht mehr nervt. So, was wir jetzt machen müssen, ist natürlich die Schlüssel holen und irgendein Baby beschützen. Ich will gar nicht wissen. Ich will alles nicht wissen, aber ich mach's für euch. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut rein!